Als Juniorentrainer weiß ich, dass die Entwicklung der analytischen Fähigkeiten bei Jungen später als bei Mädchen einsetzt. Daher gibt es oft in den ersten Jahren eine starke Dominanz der rechten Gehirnhälfte, was dazu führt, dass Jungs häufiger zu Grobmotorik neigen und etwas weniger koordiniert wirken. Aber Jungen haben auch andere Fähigkeiten, ihre großen Muskeln besser zu koordinieren zu können als Mädchen, was sie beim Sport in ihrer Technik unterstützt. Sehr auffällig ist, dass Jungs im Training aktiver und impulsiver sind als Mädchen, was sich zum Beispiel bei Teambesprechungen bemerkbar macht. Deshalb stehe ich als Trainer oft vor der Herausforderung, ihnen ausreichend Gelegenheit zu geben, ihre Energie und Frustration zu regulieren. Um dem entgegenzuwirken, baue ich beim Training oft Elemente ein, die den natürlichen Bewegungsdrang von Jungs fördern, wie beispielsweise 2 bis 3 Minuten freies Spiel. Zusätzlich setzen wir in der SEMT-Akademie auf die Selbstreflexion, um den Jungs die Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken und Emotionen auf ihre Leistung auszudrücken und zu regulieren. Ich als Nachwuchstrainer versuche, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Jungen und Mädchen einzugehen, um ein ausgewogenes, effektives und angenehmes Training für alle zu schaffen. So kann ich sicherstellen, dass alle meine Spieler die bestmögliche Entwicklung erleben und mehr Freude am Training haben.